Servus Pyrrhus, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht wieder los, die Vorfreude ist absolut am Eskalieren und heute gibt's das erste Prospektvorstellungsvideo von mir. In diesem Jahr tatsächlich nicht mal Sonderpreisbaumarkt der erste gewesen, sondern ein regionaler Laden, der hier bei mir in Nürnberg ist. Bedeutet, für alle aus Nürnberg und Umgebung könnte das Video sehr interessant sein. Aber auch für den Rest durchaus interessant, denn man findet hier einige Artikel, die es vorher bei Lidl, Kaufland und sonst wo gab. Oder das hier könnte im Grunde mögliche Hinweise darauf sein, dass es diese Artikel jetzt dann wirklich dort nicht mehr geben wird. Es ist dazu gesagt, es ist ein Laden, der quasi sich darauf spezialisiert hat, im Grunde ausgelaufene Artikel oder Restposten wieder zu verkaufen, bevor diese quasi sinnfrei keinen Abnehmer bekommen, bekommt man hier quasi zu echt guten Preisen, muss man dazu sagen, ein sehr schönes Angebot an alten Artikeln. Und wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen durch, schauen uns das Ganze an. Man kann hier die Artikel online auch vorbestellen und dann eben an den Verkaufstagen bezahlen und abholen vor Ort in dem Laden. Hier oben findet ihr auch die Adresse, die Landgrabenstraße 125 in Nürnberg, www.fantasyladen.net. Auf dieser Seite könnt ihr dann auch Artikel vorbestellen. Ja, und wir gucken einfach mal jetzt Stück für Stück hier durch. Das Feeling ist einfach bombastisch, ich muss es euch sagen. Wahnsinn, endlich mal wieder ein Prospekt hier. Und es geht einfach los, die Vorfreude ist am Eskalieren. Wir haben hier zum einen zum Beispiel die Attila für 2,99 von Weco. Das ist im Grunde der gleiche Preis. Hier steht jetzt immer dabei, statt 4,99, 6,99. Man kann jetzt diesen Prospekt hier auch nicht unbedingt auf das aktuell kursierende Preisthema mit hinnehmen, da die Preise hier immer ein bisschen günstiger in der Regel auch waren, wobei sie auch hier gestiegen sind. Ja, es gibt hier römische Lichter für 3,99, die Double Strike für 4,99, das sind die Doppelschussbombenrohre, sind so gesehen ja jetzt dann hier theoretisch ein Euro teurer, Preissteigerung hin oder her. Es gibt die Sphinx, die Fontänenbatterie für 3,99, das ist eigentlich echt ein feines Teil und ich habe im Übrigen auch schon vorbestellt und habe die auch mitbestellt. Rage of Fire für 2,99, noch so eine kleine klassische 100 Schuss Heulerbatterie. Es gibt hier echt eine gute Auswahl an Raketensortimenten. Magic Rockets, 10 Raketen für 4,99, 10-teiliges reines Raketensortiment. Lionheart für 3,99, ein wirklich kleines Familiensortiment, aber für das Geld, für 3,99, wir haben hier Frösche drin, wir haben Meteoriten drin, China-Knaller, ein Feuervogel ist mit dabei und dann zusätzlich noch 5 Raketen für 3,99, einfach zuschlagen, mehr kann man dazu nicht sagen. Kubische Kanonenschläge im 6er-Pack für 2,49, dann die drei großen Kanonenschläge für 1,49. Das ist auch so ein Artikel, der ja war die letzten Jahre schon sehr viel im Umlauf, muss man sagen. Entsprechend etwas ausgelutscht das Ganze. Sehr interessant finde ich die Knallerbox für 5,99. 18-teilig allerdings nur. Dafür dann wahrscheinlich schon fast wieder ein bisschen teuer. China-Böller B-Schinken. Auch sehr ungewohnt, dass man China-Böller B-Schinken bekommt, muss man sagen, für 7,99. Sehr interessant, solche Schinken im Handel zu bekommen. So, weiter geht's hier mit jede Menge Raketensortimenten. Rocket Planet für 6,99, 14 Raketen, das habe ich ebenfalls vorbestellt. Viel Glück Raketen von Weco zum Standardpreis, die 6 Goldraketen für 9,99 gab es bei Aldi. Rocket Clash, auch ein ehemaliger Artikel, der hier für 17,99 zu haben ist. Ein schönes, großes Raketensortiment war ja leider auch zum Teil dann doch nur regional vorhanden in den Läden. Moonflower, ein gigantisches Raketensortiment mit 27 Raketen für 19,99. Rocket Mania für 29,99, 30-teilig. Dann gibt es hier noch eine wahnsinnige Auswahl an Familiensortimenten, muss man wirklich sagen. Götterfunken für 4,99. Da haben wir im Stream schon drüber gerätselt. Das könnte das Lollipop sein, umgelabelt im Grunde. Vom Inhalt sehr identisch und für den Preis sowieso. Sky Party, 170-teiliges Familiensortiment für 7,99. Tohuwa Bohu für 7,99. Also wirklich, für Raketen- und Familiensortiment-Liebhaber wird man hier sowas von fündig. All-Inclusive gibt es hier, gigantisches Sortiment. Und Luna, das gab es bei Penny immer, das sieht man auch am Design. Genau. Dann gibt es hier noch diverse Jugendfeuerwerksartikel. Es gibt Lightning Box für 19,99. Habe ich ein bisschen mit gehadert. Ich habe es am Ende jetzt doch nicht mitgenommen.
Aber bestimmt eine bunte Mischung mit dabei, unter anderem auch hier einen kleinen Cake, viele Fontänen, echt schön. Fire Cocktail für 9,99 €, Pyro Joker für 5,99 €. Das sieht vom Inhalt her identisch aus zum Leuchtspektakel, ist somit aber auch ein bisschen teurer geworden. Dann gibt es hier Nico Bengalos im 5er-Pack für je 9,99 €. Im 5er-Pack war das, glaube ich, ja genau, also so wie es abgebildet ist. Und das ist natürlich preislich dann eigentlich, kann man sagen, ein Toppreis für 2 Euro pro Bengalo. So, das war die eine Seite, aber wir sind noch lange nicht fertig. Es gibt noch mehr und da wird es jetzt richtig, richtig interessant. Kaleidoskop, leider schon online ausverkauft gewesen. Wahrscheinlich hatten die dann entweder noch gar nicht vorrätig oder nur in einer ganz kleinen Menge vorrätig. Leider ausverkauft. Proteus für 3,99 €. Dann die Andromeda für 8,99 €. Sputnik für 3,99 €. Also man sieht, jetzt kommen auch ehemalige Kaufland-Artikel mit reingeflattert hier. Gothic Lights für 6,99 €. Die habe ich mal mitbestellt. Dann gibt es hier Magnum Knaller. Wunderkerzen ohne Ende. Kubische Kanonenschläge, 15 Stück für 6,99 €, eigentlich auch definitiv okay. Knallfrösche habe ich auch mal eine Packung mitbestellt für 99 €. Die Turbowirbel für 2,49 €. Die Figaro für 7,99 €. Toxic für 9,99 €. Wir haben hier eine große Knallkette für 5,99 €. Einen großen Flimmervulkan von Weco für 2,99 €. Den habe ich auch einmal mitgenommen. Und jetzt wird es interessant: das Dynamite Bag für 2,49 €. Man darf sich jetzt nicht aufschreien, glaube ich, trotzdem und nicht zu krass reinsteigern, ob es das dennoch geben wird. Wie gewohnt, man wird sehen. Aber es könnte ein Indiz sein, dass es das vielleicht doch nicht mehr geben wird. Pretty Heaven für 9,99 € habe ich auch einmal mitgenommen. Für den Preis sogar günstiger als damals im Discounter. Eine 13-Schüsser, 30mm Kaliber gab es, glaube ich, für 11,99 € oder was. Hier für 9,99 €. Junge, einfach einpacken, mehr kann man dazu nicht sagen. Devil Inside für 9,99 €. Raptor Planet. Wir haben hier unten auch noch weiter die Elysium für 2,99 €. Die wird wohl wirklich rausgeflogen sein. Ultra Force für 3,99 €. Die Banshee für 5,99 €. 14,99 €. Und dann haben wir hier noch die AC/DC für 17,99 €. Wir haben auch noch die Elektron, sehr, sehr geil für 19,99 €, also wirklich Top-Angebot. Dauerbrenner, ja, und diverse Verbünde haben wir noch, da gehe ich jetzt nicht alle durch. Diverse Verbünde mit dabei, also bis zu einem großen Verbund ist hier wirklich alles am Start. Es ist eine richtig, richtig gute Auswahl zu wirklich Top-Preisen, muss man sagen. Man kann hier ehemalige Kaufland, Lidl, Aldi-Artikel wirklich zu Top-Preisen noch ergattern. Und das ist einfach gigantisch geil, mehr kann man dazu, denke ich, nicht sagen. Die Vorfreude ist absolut gepusht. Klar, nicht für jeden leider interessant, weil man nur abholen kann. Aber ich denke trotzdem, für den einen oder anderen wird das durchaus interessant sein. Ja, dann war es das hier mit dem ersten Prospekt-Vorstellungsvideo auf diesem Kanal für dieses Jahr. Es geht bestimmt schon bald. Ich könnte mir vorstellen, nächste Woche vielleicht mit Sonderpreisbaumarkt weiter. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin, Pyros. Ciao, macht's gut.